Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um den Intex Pure Spa Jet und Bubble Deluxe. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser Whirlpool für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Whirlpool unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Grundsätzlich ist so ein eigener Whirlpool für zu Hause natürlich ein kleiner Wellness-Traum, aber man muss auch ein wenig aufpassen, denn überall, wo Wasser im Spiel ist, ja, kann natürlich auch einiges schiefgehen. Deswegen würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dich für einen hochwertigen Whirlpool zu entscheiden. In diesem Fall ist das in meinen Augen gegeben. Hier gefällt mir das Preis-Leistungs-Verhältnis vom Whirlpool wirklich gut. Man muss dazu sagen, ein Whirlpool, ein eigener Whirlpool, sage ich mal, ist natürlich so oder so eine Art Luxusgut im Hinblick auf die Entspannung, ja. Sprich, der ist preislich sowieso in einem Segment, wo man jetzt sagt, das bezahlt man jetzt nicht mal eben so mit paar Euro, sage ich mal. Das kostet halt einfach ein bisschen mehr, ja. Das muss man sich immer vor Augen halten, ja. Es ist halt schon eine etwas außergewöhnliche Anschaffung für das eigene Wohlbefinden, aber in meinen Augen dennoch auf jeden Fall lohnenswert. Aber nur, wenn man eben das nötige Kleingeld für den Kauf hat, ja. Nur in dem Fall würde ich zum Kauf raten. Also ich würde jetzt niemandem empfehlen, sich zu verschulden für einen Whirlpool für zu Hause. Das halte ich für keine gute Idee. Nochmal zu diesem Whirlpool. Hier gefällt mir wirklich, was du für den Preis geboten bekommst. Die Ausstattung des Whirlpools sozusagen gefällt mir wirklich gut für den Preis, weswegen ich für diesen Whirlpool in der Tat eine Kaufempfehlung aussprechen kann. Aber wie bereits gesagt, nur für Leute, die auch wirklich das nötige Kleingeld dafür auf Lager haben, denn das ist schon eine Art Luxusanschaffung, so ein eigener Whirlpool, ja. Das ist jetzt nichts, was man mal so nebenbei macht. Da sollte man sich schon ein paar Gedanken machen. Hey, brauche ich den wirklich? Wie oft nutze ich den wirklich? Bin ich nicht vielleicht auch oft in irgendwelchen, ja, Ambienten, wo sowas eh da ist, also außerhalb von zu Hause und ich das deswegen nicht unbedingt brauche, ja? Das sind alles solche Fragen, die du dir stellen solltest, bevor du einen Whirlpool-Kauf tätigst. Mir gefällt die Ausstattung von diesem Modell hier auf jeden Fall wirklich sehr gut. Also was dir für den Preis geboten wird, deswegen gibt es von meiner Seite aus auch eine Kaufempfehlung. Das Amazon-Angebot zum Whirlpool werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produktdetails noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit diesem Ratgeber ein wenig weiterhelfen konnte. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute. Ciao.